vor der Diskothek Schauhaus im Leipziger Zentrum. Die Türsteher haben sich verbarrikadiert. Doch die Eingangstür wird aufgerissen. Pflastersteine fliegen ins Innere. In der Diskothek befinden sich zu diesem Zeitpunkt rund 300 Gäste. Das Überraschende: All das spielt sich vor den Augen der Polizei ab. Die Beamten greifen nicht ein. Zahlreiche Mitarbeiter des privaten Sicherheitsdienstes äußerten sich danach entsetzt über die Passivität der Polizeikräfte. Die Polizei kam auch relativ schnell, blieb auch vor Ort. Allerdings haben sie überhaupt nicht angegriffen, als sie sahen, dass eine Gruppe von 60 bis 70 Ausländern das Schauhaus mit Steinen bewarf. Die haben mit verschränkten Armen auf ihren Polizeiautos gelehnt und überhaupt nichts gemacht. Als sich doch noch ein paar Beamte entschließen, über die Straße zu gehen, weichen die Randalierer zurück. Die Security-Kräfte spritzen mit einem Feuerlöscher aus dem Inneren. Die Beamten kommen spät und sie gehen wieder. Unterdessen sind die Gäste in der Diskothek in Angst. Diese beiden 18-Jährigen waren in der Nacht dabei. Aus Angst vor den Randalierern möchten sie nicht erkannt werden. Ich habe halt Blut auf dem Boden gesehen, wo ich runtergehen wollte. Und in der einen Ecke saß halt einer mit einer Kopfverletzung, in der anderen Ecke stand einer mit Kopfverletzung und der Weiber haben gekriecht. Also ich kam natürlich nur bis zur Hälfte von der Treppe, weil unten alles voll war, voller Leute, die alle gehen wollten oder raus wollten. Da habe ich dann nur ein Mädel gesehen, die ganz viele Schnittwunden an den Armen hatte, durch diese Glasscherben. All das vor den Augen der Polizei. Wir spielen die Aufnahmen dem Leiter des Direktionsbüros der Polizeidirektion Leipzig vor. Er kannte sie vorher nicht und sucht sichtlich nach Erklärungen für das, was er dort sieht. Der Polizeiführer musste dort einen Gesamtkomplex von Maßnahmen beobachten bzw. auch führen. Und warum er jetzt entschieden hat, wenn er schon vor Ort gewesen ist, nur die drei Beamten oder vier Beamten darüber zu schicken, oder ob er jetzt in der Situation die Kräfte an einen anderen Punkt fokussiert hat bzw. konzentriert hat, das kann ich jetzt aufgrund des Videos auch nicht nachvollziehen. Wir wollten auch vom sächsischen Innenminister wissen, was er davon hält, wenn Polizisten solchen Ausschreitungen nur zusehen. Aber kein Interviewer. Der Chef der Oppositionspartei FDP dagegen kritisiert seit langem die Zustände bei der sächsischen Polizei. Schlechte Ausstattung, Überalterung, Strukturprobleme. Ja, das ist halt, der Polizist geht nie ran, das ist... Diese Bilder bestätigen ihn in seiner Ansicht. Die Polizei bedingt einsatzfähig. Ja, das ist schön ein Offenbarungseid für die Leistungsfähigkeit unserer Einsatzkräfte. Und ich muss schon ganz klar sagen, dass hier in dieser langen Sequenz, die wir hier sehen, nicht ein ganzes Bataillon, eine ganze Reihe von Polizisten dazukommen, halte ich schon für einen Skandal. Ist die Sicherheit der Bürger nicht mehr garantiert? Fakt ist, die Probleme bei der Polizei häufen sich. Wie die Polizei sich vom Schauhaus verhalten hat, dass sie da nichts gemacht haben, dass sie teilweise in Autos gelehnt haben, ist ja leider nicht unsere erste schlechte Erfahrung mit der Polizei. Das kommt häufiger vor. Das geht ja schon beim Notruf los. Als Security ist man natürlich häufig gezwungen, den Notruf zu wählen, weil halt irgendwas passiert ist. Und geschätzt kommt man nur bei jedem fünften Anruf direkt zum Notruf durch. Die übrigen Anrufe bleiben halt in der Warteschleife hängen. Viermal von fünfmal in der Warteschleife, schätzen Sie? Ja. Klar ist, im Verlauf der Leipziger Krawallserie gab es mehrfach Probleme, die Polizei überhaupt zu erreichen. Bereits im Herbst gingen bei Diskotheken der Innenstadt reihenweise die Scheiben zu Bruch. Als das bei dieser Diskothek passierte, wurden die Täter aus einer benachbarten Bar beobachtet.
Auszug aus einem Anwaltsschreiben an die Polizeidirektion Leipzig. Der Versuch, umgehend Polizeikräfte zu verständigen, gelang leider nicht, da die Anrufer über 5 Minuten in der Warteschleife gehalten wurden, sodass Beamte erst lange nach Abschluss der Tat eintrafen. Und es kommt noch schlimmer. Bereits im Oktober standen sich vor dieser Bar verfeindete Gruppen mit scharfen Waffen gegenüber. Die erste Polizeistreife vor Ort versuchte, Verstärkung zu rufen. Zuerst über Funk. Das gelang nicht. Und dann? Auszug aus dem internen Einsatzbericht einer beteiligten Polizistin. Die Unterzeichnerin versuchte, über ihr Handy beim Notruf der Polizei nochmals um Unterstützung zu bitten. Eine sofortige Verbindung gelang aufgrund der Warteschleife nicht. Selbst Polizeibeamte hatten hier ganz offensichtlich Schwierigkeiten, schnell Unterstützung zu bekommen. Für Bürger, die auf die Hilfe der Polizei hoffen, eine bittere Erfahrung. Eigentlich sollte man auf die Polizei vertrauen können, aber haben halt nicht eingegriffen. Ja, da ist das Vertrauen eigentlich weg zur Polizei, wenn sie selbst bei sowas nicht eingreift.